hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch gerne den Aerial Ricochet vorstellen. Was ist das? Ihr habt es gerade gesehen, es ist eine Richtungsänderung. Soll heißen, wenn ihr anfänglich die Bite Handle in der Hand hattet, dann habt ihr nach dem Aerial Ricochet die Safe Handle in der Hand und umgekehrt. Kann ziemlich nützlich sein, vor allem weil es in der Combo immer wieder spektakulär aussieht, wenn etwas mit einem Aerial dabei ist. Nun gut, wie funktioniert jetzt der Trick? Nehmen wir mal an, ihr macht gerade einen Behind the 8 Ball und kommt zu der Stelle vom Wrist Pass. Das wäre ja diese Bewegung hier. Ich habe gerade die Bite Handle in der Hand, Klinge hier, kommt zu mir, würde mich schneiden. Im Prinzip kann ich jetzt hier einen Rollout machen, das Messer hochwerfen. Also ich probiere es jetzt so zu zeigen, ich werfe es hoch, fange es hier zwischen Daumen und Zeigefinger und mache diese Bewegung hier. Also von hier diese kleine Umdrehung. Nun schwingt das Balisong weiter, Moment, ich probiere es so zu zeigen, um euren Daumen und nun fängt ihr es hier mit dem Zeigefinger auf, öffnet es oder geht in einen anderen Trick über. Ja, also hier nochmals. Behind the 8 Ball, hoch, Drehung, Thumb Roll, öffnen. Das war's auch schon, ich blende es euch hier nochmal in Slow-Mo ein. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen, viel Spaß mit dem Trick. Passt aber wirklich auf euch auf, damit ihr euch nicht schneidet. Es ist ein gefährlicher Trick. Wie gesagt, aufpassen. Ich will euch alle noch heile sehen in meinem nächsten Video. Ja, schönen Tag euch allen noch. Bis zum nächsten Video. Euer Dirty Cross. Ciao.